Geht hier lang. Hallo? Hier. Wo sind die ganzen Geister eigentlich abgeblieben? Da, hören gerade von denen sprechen. Von denen spricht, kommen sie zur Tür rein. So, Abby, ja, greif an. Rosalind, Ice, Steven und Big Bull auch. Das da überlebt keiner. Vermute ich, hoffe ich. So. Eisangriff. Doch überleben, doch, verdammt. Das war er nicht so gedacht. Aua. Todestür. Warte mal. Ah, ich hab keine Energie mehr. Ja, von wegen, wir brauchen mal eine Nuss jetzt mal. Nein. Big Boy. Das war ursprünglich anders geplant. Nur hier mal. Haben wir nur drei. Da. Das war mal richtig doof. Das war eigentlich mal so richtig doof gemacht. Haben zwar jetzt alle hingekriegt, aber das war ehrlich gesagt eine ziemlich bescheidene Aktion, die wir hier abgeliefert haben. Das war doch eher schlechter als recht. Ja. Ein bisschen Geld haben die dabei, aber das hat uns jetzt mehr Nerven gekostet als ursprünglich geplant. Aber Erfahrungspunkte gibt es. Ja, mache ich jetzt hier. Komm her. So, haben wir mal zwei von diesen Nüssen mal investiert und gerade davon gesprochen haben. Ja, ich mache jetzt trotzdem noch diese Etage jetzt hier fertig. Kann doch nicht wahr sein, hä, dass das nicht geht. So. Eisangriff. So, nächste Urne hoffentlich platt. Ja, das war's mit der Urne. Dann haben wir die nächste Tage gesäubert. Gut, eigentlich geht's ja gar nicht darum, dich zu säubern, aber ich mach's irgendwie trotzdem. Hoffe, ich hoffe, mit der Hoffnung, dass wir dann, wenn wir unten angekommen sind, Level 42 erreicht haben. Ja, so, wir haben jetzt wieder 5000 Geld mehr. So. Erfahrungspunkte des zweiten Earn, ja. So, warte mal. Die sind Level 42, ne? Ja, genau. Nicht, damit ich nur aus Versehen vertan habe. Nee, nee. Ah, nee, warte mal. Wir müssen jetzt, wo müssen wir hin? Müssen wir hin? Ach, da, genau. Da sind wir hier fertig. Und können wir nach oben? Das war jetzt, ist jetzt B3 hier. Also, wir müssen nach B4 nächstes. So. Okay. Upp. Ja, und die dritte Etage geht gesäubert. Ach Gott, das ist doch nur ewig bis hier aufsteigen. Warum muss das immer so lange dauern bei Rollenspielen? Warum können die nicht die anderen Mitglieder, die auch nicht dabei sind, gelevelt werden? Wäre doch viel besser. Wäre wirklich besser. Können wir einfach jederzeit sagen, ja, wir wollen jetzt einmal wechseln. Ja, wäre viel bequemer. Aber natürlich ist das hier, soll man echt sagen, realistischer. weil, naja, wenn ich dabei ist, kann halt nicht Erfahrung sammeln. Ist ja klar. Wo müssen wir hin da zu dem? Das geht aber nicht dahin. Geht da nicht hin, aber zu dem geht's. Ah, wieder ein Dinosaurier. Vielleicht hat er ein paar Erfahrungspunkte für uns. Wäre ganz gut. Find ich. Zumindest. Ach, ein Angriff reicht einfach noch nicht. Ich schluck auf. Sowas.
Ja. Erwischt. Erledigt. Gucken, was der so bringt. Ich hoffe, ein paar Erfahrungspunkte. Wäre ganz gut mit je. Wir haben noch ganz gut mit jedem Kampf ein Level aufzusteigen, aber diesen Luxus gibt's offenbar hier nicht. Mehr, nicht mehr, sind zu gut gleich und zu stark. Naja, hat auch nicht viel dabei gehabt, wenn man ehrlich ist. Naja, müssen wir halt uns auf die herkömmliche Art und Weise durchkämpfen. So. Okay, warten. Und Angriff. Auf da! Drain ist Rain. Zieht ja auch fast nichts ab, also. Ist das wirklich Rain? Ja. Drain ist mir Rain. Mumm, erwischt. Nächste Runde platt. Ich mein Geldsegen. Ach, es wäre gut, wenn man irgendwie auswählen könnte. Wollen Sie mehr Erfahrungspunkte oder Geld haben? Könnte man einfach, das wäre nochmal eine Idee. Ja? Oder beides zu gleichen Teilen aufgeteilt. Das wäre nochmal was. Man einfach dann wählen könnte, ich will momentan mehr Erfahrungspunkte haben oder sowas. Ja, wäre viel einfacher für uns, aber so funktioniert das Spiel immer nicht, ja. Ich ja, aber eine nette Idee. Komm ich nicht mehr weg, hä? Ach so. Ich würde sagen, wie komm ich hier nicht mehr weg? Muss es doch gehen, so. Machen wir zu dem da. Ja, auch mal will auch kein anderer. Naja, gut. So, wird auch immer stärker mit jedem Kampf. Der ist Level 45. Naja. Hat immer schon relativ viel gespielt, ja. So. Sturm. Aua, der tat aber richtig weh. Das ist nicht so gut. Aber hat trotzdem keine Chance. Jawohl. Das freut mich noch mehr. Das war Mien, Wochen ohne Geld kriegen wir natürlich auch, ja. Nicht zu vergessen. Wie gesagt, die Sachen werden auch immer teurer, ey. Das, was ich hier zusammen bringt, hinterher gar nichts mehr, weil das dann also teuer ist, so eine Ausrüstung. So, bringt auch am meisten Erfahrungspunkte noch. Also kann man machen, was man möchte. Das zweite Nern. Special Heal. Rosalind. Ich weiß gar nicht, kann. Probiere ich mal. Blessing. Ah! Using Blessing. Curse of All was released. Das ist doch mal gar nicht so schlecht, diese Fähigkeit. Ja, wenn man es genau betrachtet, ist das gar nicht mal so übel. Und die ganzen Geister. Offenbar ist hier keiner weit und breit. Also hier will offenbar keiner mit uns kämpfen. Hier geht es offenbar nur darum, diese Uhren zu erledigen. Na ja, gut. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich glaube, dieses, wenn LP Drain ist, dann verbraucht sie einfach mehr LP für jeden Angriff. Apropos LP, ich weiß mir gleich auch, was das heißt, nämlich Labor Point. Ja, Labor Points heißt LP. Jetzt noch über 100 Folgen, weiß ich das mal. Ist mal Wissen, was eigentlich keiner braucht, aber nett zu wissen, ne? Wissen, dass die Welt nicht braucht. So, nächsten Kampf abgeschlossen. Ja, super, wie immer. Haha, ja, Geld. Ach, der Zähler geht immer hoch. Gott, wie lange soll das dauern, wenn wir da 100.000 kriegen oder so? Dauert es ewig, bis er aufsteigt. Und Attain Level 39. Ja, die 30 Offers hinter uns gelassen. Ah, ja, Big Bull noch nicht. Das wollte ich hören. 30 haben sie eh noch nicht hinterlassen, klar. Müssen nur ein Level aufsteigen. So. Komm her. Haben wir denn hier? Ach, den nächsten, ja. Wieder keinen Gegner gehabt. Was ist denn das? Zwischendurch. Offenbar wollen die nicht mehr. Keine Lust mehr, sind zu stark geworden. Kann natürlich sein, wenn Abby zu stark ist, kann sein, dass sie einfach dann zurückziehen, die anderen. Ja, ein bisschen blöd. Wenn ehrlich ist, aber kann nur möglich sein. Da.
Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube nicht, weil in einem Startgebiet da bei Tenel Forest kommen ja auch mal ein Gegner her, obwohl alle schon 40 mal so stark sind. Ja, angefangen mit Level 2 sind wir da durchgelaufen, hatten wir schon relativ wenig Probleme und jetzt mit Level 40 haben wir ja auch schon mal getestet mittlerweile. Wir sind durch, das ist ja kein Thema mehr. War schon bei Level 20 kein Problem mehr. So. Big Bird Tain, Level 39, ja. Ich bin nur 60 Punkte pro. Ach Gott, das dauert ja echt noch lang, ewig. So. Dann sind wir hier fertig mit dem Level, mit dem Etage schon. Ja, was soll man dazu sagen? Ich will hier raus. Genau, ich will wieder nach oben, jetzt will nach B5 als nächstes. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen gar nicht voran hier. Auch in dem Level. Da brauche ich wirklich mehr Gegner. Mich kurz verlaufen, so. Okay. Ja, wir müssen mal normale Gegner bekämpfen, ja. Aber ich weiß es nicht, ob das so ist. Ja, wenn wir nur 60 Erfahrungspunkte kriegen pro Kampf, wird es eigentlich eine Weile dauern. Level 42. Ah, naja, müssen wir halt durch. Was soll's. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück beim nächsten, in der nächsten Etage. Ja. So. Und B5. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen schneller durchkommen allgemein, weil Gegner weniger sind oder so. Ich weiß nicht, wann das liegt. Hallo? Keiner da? Ich will ein bisschen rumlaufen hier, da. Dahin kommt doch keiner hin. Was soll der Mist? Den Typen mal da spawnen, wo keiner hinkommt? Na also. Dann geht das natürlich nicht. Ah, das sieht doch mal vielversprechend aus. So. Ja, greif einfach an, da. Alle am, alle drauf. So. Ja, passt schon. Replenish, na super. Aua. Na, halten die sich wieder alle. Das war wieder eine doofe Taktik. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen anders machen, glaube ich. Weil es bringt ja nichts, ey. Wir laufen uns da quasi tot dran. Das klappt nicht so, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. So, dann machen wir mal den Platz. Gibt immer noch. Ach, irgendwie das ist missgelaufen. Weg, ich mach das nochmal. Ich geh nochmal nach oben. Alle verschwinden, verdammt. Das ist doch nicht so schwer. Das war ich meinen Kampf haben. Jetzt habe ich mal gekriegt und ich vergeige es total mit total falscher Strategie. Also das war jetzt mal richtig blöd. Ja, können wir hier nach oben laufen. Ja, ich mache nochmal neu anfangen. Komplett. Das war jetzt mal richtig doof gelaufen. Hab ich gesucht, ich suche einen Kampf, was passiert? Ich vergeige ihn total. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, ich überspringe den ganzen Ohren. Oder? Ach, Quatsch. Das Geld brauchen wir doch. Das geht ja auch wegen dem Geld eigentlich. Man kann hier nicht genug haben. Ach, ja, aber überlegen, ob ich einfach nach unten gehe, noch weiter runter einfach. Aber das geht dagegen entschieden. Es gibt doch leider keinen anderen Ort zum Leveln, zumindest für uns aktuell nicht, ohne dass ich die Story vorantreibe. Ja. Okay, nochmal, Hanse. Bisschen besser machen diesmal. Komm her. Ach, müssen wir komplett hier rumlaufen? Ja, müssen wir. Mal diese Uhren platt hier, diese. So, nur ein bisschen.
eine Uhr, dass wir ihn weg haben. Oh. Naja. So. Feuer. Er war stream für Rosalind. Aber war es auch nicht. So. Ja, wisst. Ja, meine Uhren sind ein altbekanntes Lied hier. So. Ah, komm her. Der Geld. Das Geld brauchen wir. Wir sind eigentlich auf das Geld auch angewiesen. Brauchen wir ja auch für irgendwas. Gibt sicherlich noch mehr Ausrüstungsgegenstände. Das zweite an. Ernie. Ernie. Die Urne. Ernie, die Urne. Ja, warum auch nicht? Ja, hier ist ein Sackkasten. Nee, ist es nicht. Gott, ich stecke es ja weiter. Was ist das denn? Eine Schraube. Eine einzelne Schraube? Was soll das denn? Mit einem anderen Gegner. Cake Scoop, okay. Erwischt. Was ist, was macht das? Hat nur 3 Lebenspunkte gehabt. Nicht sehr gut zu treffen. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Hier viel Geld, aber viel Geld bei sich. Sehr viel Geld bei sich. Was ist das denn? Wow. 10.000. Every attained levels 45. Learned restore. Oh, Erfahrungspunkte auch. Was attained level 40. Learned silence. Aha. Big Bull attained level 40. Aha. Das ist ja mal was. Diese Uhr, diese Schraube war ja richtig wertvoll. Die war richtig gut. Restore, was haben wir denn hier? Fully restores HP. Ah, ist eine Steigerung von hier. Cool. Das klingt cool. Was haben wir hier? Sie hat auch was Neues gelernt. Silence. Inhibits enemy magic. Strong. Ah ja, damit kann man entsprechend verhindern, dass Gegner Magie machen können. Das ist auch toll. Das war jetzt mal was. Erfahrungspunkte hat die auch gebracht, wie sonst was. Und Geld vor allem. Aber wenn man beim letzten Mal nicht getroffen ist, Ding, hoffen wir so selten. Ja, wir spielen jetzt hier Reisen nach zur Schatztruhe oder so. So. Ah, können wir ganz normal machen, was wir beim letzten Mal vergeigt haben. So, machen wir das lieber besser. Madman immer drauf da. So, jetzt gehen wir mal hin. Schon mal gut. Hat ihm nie mehr geholfen. So. Naja. Kriegst jetzt zurück. So, hier auch hin. Ja, das nützt euch nichts. Das nützt euch nichts, Leute. Aua. Erwischt. Ja, das ist aber viel besser. Das war beim letzten Mal ja nämlich gar nichts. Das war echt ein Schuss in den Ofen. Jo. Dann hat die so viele Erfahrungspunkte gehabt, diese Schraube, ey. Haben wir letztes Mal nicht getroffen in der regulären Folge. Was man hier noch alles kennenlernt, obwohl man schon stundenlang sowas macht. Das ist schon echt irre. Gibt immer noch was Neues. Oh, was haben die eigentlich bei sich? Ich glaube nicht so viel Geld, aber immerhin haben die ein bisschen was bei sich. Erfahrungspunkte wären viel wichtiger. Ja, haben die auch, also. In Erfahrungspunkten ist es gar nicht mal so schlecht jetzt hier. 100.
Obwohl, nee, da 100 lohnt sich das da noch. Da auch. Und da lohnt sich das. Da. Weitermachen. Ja, hier fängt das schon an, interessant zu werden mit den Kämpfen und wegen Leveln und so. Hier gibt es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Aber diese Schraube war jetzt mal der Hammer. Ein bisschen. So. Okay. Ja, noch ein paar davon finden, dann kommen wir relativ zügig hier fest. Wir werden relativ zügig vorankommen, aber ich glaube, dieses Glück werden wir wahrscheinlich nie mehr haben. Einmal getroffen, vielleicht nie wieder. Weil wir müssen ein bisschen länger uns hier aufhalten, vielleicht das. Vielleicht auch das, vielleicht gibt es die dann hier nur in der Etage oder so. Mal schauen, ne? Oh, erwischt. Aber bringt auch nicht mehr so viel. Ja, einfach ist schon cool, wenn man jetzt Harry komplett heilen kann. Ja, können die sich ein bisschen verletzen jetzt. Sparen wir halt deutlich mehr an LP-Punkten. So, ja, die haben ja 5, also relativ wenig jetzt im Vergleich zu dem anderen. Ich dachte, das wäre so ziemlich viel. Aber ne. Das war die zweite erst, ne? Dritte können wir ja erledigen, dritte. Wo sind die? Da. Da. Komm her. Oh, die nächste auch noch. So. Okay, drauf da. Feuer. Feuer frei. Ha? So, so, ich glaube, so denkt er sich das. Oder es denkt es sich das. Ich will mal von ihm reden, aber eigentlich natürlich etwas. So. Erwischt. Kein Problem. Die Kämpfe werden ein bisschen einfacher. Halten mehr aus, ein bisschen stärker geworden, allesamt. Ja, ist gut und schön, aber hier brauchen noch mehr Level. Oh, wieder Geld. Ja, manchmal könnte man noch mehr Truhen vielleicht kassieren, aber müssen wir das ganze Zeug halt kaufen, was wir hier nicht verdienen. Ja. Okay. Bis zweiten. So, eine bleibt ja noch übrig. Jetzt mal wieder hier lang, hier ist die andere Truhe. Gucken, aber hier bist du nochmal Glück haben. Letztes Mal haben wir hier die Dingens getroffen. Wir rennen jetzt hier mal um die Truhe. Reise um die Schatztruhe. Hui, ich krieg einen Drehwurm. Was ist denn das? Die kenne ich auch nicht. Auch noch nie gesehen. Was ist denn das hier? Was haben wir so viel mit so vielen neuen Gegnern zu tun? Was ist denn hier los? Ja, und wir waren beim letzten Mal hier nicht ausführlich genug unterwegs. So. Eis. Was tut sie hier? Naja, einmal drauf da. Mal gucken, was sie so drauf haben. Nicht so viel. Tut sie hier? Oder irgendwie gucken, was das jetzt gebracht hat. Ich weiß es nämlich nicht. Wilden Charme. Naja, ein bisschen Geld haben die auch dabei gehabt. Nee, gar nicht so viel. Haben die Erfahrungspunkte immerhin? Oh ja, Erfahrungspunkte haben die. Was ist denn Talent Level 41? Oh, die waren gleich bald fertig hier. Big Boy Talent Level 41, ja. Das hat. Dann braucht man nicht tiefer runtergehen. Dann reizt eigentlich unten rumzulaufen im fünften Untergeschoss. Ja. 100. Hier. So, passt schon. So. Okay. Ui, wie ist Slalom laufen? Jetzt komm ich eigentlich mit. Ja. Ich warte hier auf ein paar Gegner. Hier scheint es relativ gut abzugehen, ja. Also hier ist nämlich wieder so eine Schraube unterwegs. Haben wir letztes Mal echt nicht gesehen. Jetzt haben wir jetzt zwei davon. Verdammt nochmal. Greifst du uns an? Macht doch nie, aber macht doch keinen Schaden. Flammenangriff. Macht ein bisschen mehr Schaden. Hast du leider überlebt diesmal? Ah, aber einer hat getroffen. Da wo sind wahrscheinlich war's.
So, bringen wir Erfahrungspunkte, wenn wir vielleicht noch fertig hier. Kann natürlich sein. Das wäre natürlich toll. Hätte man gar nicht so lange Zeit gebraucht, wie ich gedacht habe. Wenn die wieder so viel ausspuckt an Erfahrungspunkten natürlich. Auf jeden Fall Geld spuckt die auf jeden Fall ziemlich viel aus. Diese Dinger. Also, puh, das ist schon mal was. Ja, hätte man, konnte man nicht ahnen. Oh, 10.000, ja. So. Ja, fast. Ein Kampf noch. Ja, ist noch stark genug. War noch gut genug drauf, sagen wir mal so. So, hallihallo. Hui. Ja, hier scheinen die Gegner ein bisschen stärker zu sein, ein bisschen mehr, ein bisschen potenter zu sein und auch ein bisschen mehr zu bringen. So, wieder, ach ja, auch diesen Kampf jetzt hier. Hätte ich eigentlich nicht, habe mir eigentlich nicht erhofft. Aber kriegen wir trotzdem hin. Drauf da. Ja, oh, der ist hin. Das war der erste. Der erste Streich. So. Und drauf. Wie Planet nützt ihr euch? Mit nützt euch nichts. Hinterher ist euch das, ist das wichtig. Vorher bringt das gar nichts, Leute. Kapiert das auch. Erwischt. So, er bringt raus wieder zu spät. So. Ja. Gut, so schlimm war der Kampf doch nicht. So. Bumm. Naja. Kein Problem. Nee, nicht wirklich. Jo. Erwischt. Das sollte vielleicht schon reichen, vielleicht. Ha! Waren wir doch nicht so lange unterwegs hier, wenn der Kampf denn jetzt reicht, um zum nächsten Level aufzusteigen. Bounty Food Nut, auch sehr gut, wenn er davon ein paar sammelt mittlerweile. 3000, naja, immerhin, ne? Ne, nur noch ein Kampf, okay. Dann halt doch noch ein Kampf. Wir sollten trotzdem mal 105, das lohnt sich schon eher. Wie ist da? Das lohnt sich schon eher. So. Ein Kampf vielleicht noch. Dann müssen wir mit Abby auch noch ein zusätzliches Level erreichen. Ja, geht wirklich jetzt mal. Ich sammle nur wirklich nur noch Erfahrung hier. Hallo. Also mit da hinten hin. Ey, aber zu dämlich. Gut. Ah, wir haben ein paar Rochen und irgendein Vieh. Und eine Zwiebel. Whale Seaway, ja gut, viel Spaß, drauf da. Haut da mal nochmal zwischen. Wer hätte die auch gemeinsam angreifen können, ne, wenn ich noch ehrlich bin. Naja, egal. Megastorm. Was war das eigentlich? Ja, mehr haben wir momentan nicht mehr. Gut, muss halt reichen. So. Greif so an, ja. Das war jetzt mal ein super Angriff von Big Bull. Der war jetzt mal richtig übel. Haha. Der war jetzt mal richtig gut, ey. Mit 300 hat noch was Schaden. Das war jetzt auch nicht mal zugehauen. Das ist auch kein LP mehr. So, mit dem Geld kriegen wir auch noch. Naja, gut. Aber ich wollte ein paar Fangpunkte. 100. 73.000 ungefähr. Area Tank Level 46. Mhm. Und Attained Level 42. Jawoll. So. Big Boy Attained Level 42. Ja, dann sind wir fertig hier. Ja. Ja. Dann sind wir fertig. Sehr schön. Kann man ja hoffentlich hier irgendwie raus, einen Weg rausfinden. So. Mal gucken, ob ich den Weg auch rausfinde. Nein, da wollte ich nicht. Doch. Muss da hin. Nein, will ich nicht. Ich will jetzt nicht mehr. Keine Lust. Also, ihr hattet eure Chance. Jeder war dran. So, jetzt sind wir da oben und wir sind raus. Wir können raus hier. Wir mal aufladen vorher und dann
Aber das sind fertig, war doch nicht so lange unterwegs, wie ich befürchtet habe. Muss ich zugeben. War am Anfang zog es ein bisschen hin, aber unten war ja voll die Goldgrube, was Fangpunkte angeht. 15 Tage reicht vollkommen aus. So, jetzt kommen wir hier. Gut, ist ja gut. Ist schon eine Story, was da unten, was wir da mit Gegnern getroffen haben, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ja, immer noch mal. Dafür lohnt es sich halt, auch diese Folgen anzusehen. Ja, weil hier gibt man manchmal auch Gegner zu sehen, die ihr sonst nie gesehen habt. Ah ja, gut, ich nehme mich jetzt so platt hier. Ach, wieder diese Kaktee mit den Mumien. Ja, diesmal haben die nochmal die tollsten kurzen Prozess. Ah. Oh. Erwischt. Ey, kein großes Problem mehr. Ja, ey, mach die platt. Also machen. Wieso greifen die nicht an? Na, Elbo. Die kommen erst dran, ey. Die sagen, anderen schon längst wieder fertig. Warum hat Abby jetzt daneben gemacht? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Mann, die gehen so wie auf den Nerven, diese Kakteen hier. So. Wieder daneben. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Na also. Die gehen doch ein bisschen auf den Nerven, diese Kakteen. Ich dachte, die Mumie wäre das Problem, aber war die Kakteen. Naja gut, trotzdem wird jetzt noch ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Haben wir ja beim letzten Mal ja auch noch gehabt, auf dem Rückweg. Ein Kampf. Ja, da ist noch ein bisschen Geld dabei, ist auch schön. Oh, ja, Erfahrungspunkte relativ viel. Ich will hier raus. So. Na gut, wir können ja trotzdem hier nochmal. Lohnt sich denn da? Big Bull. Da lohnt sich das schon eher. Bei uns auch. Ja, Restore. So. Natürlich auch trotzdem eine sehr coole Fähigkeit. So, aber ich glaube, hier kommt doch kein Gegner mehr. Wäre nur für den Fall gewesen, dass noch einer kommt, aber. Keiner mehr. So. Okay, dann sind wir hier fertig mit unserer Level-Aktion. Bisschen Geld auch gesammelt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir uns endlich mal wieder der Story zuwenden und mal ein bisschen diese Wüste da erkunden. Bisher haben wir noch nicht viel gesehen, ja. Aber man muss einmal dafür sorgen, dass wir halt stark genug da sind für. So, oh, you wanna stay at this inn? You are kinderwert, wanting to stay at a place like this. Oh, come on in. Ja, ich raste nochmal. Ja, Alter, Schwachsinn haben wir eben wieder aufgeladen, aber. See ya! Ja, genau, see ya! Oh, you wanna stay at this inn? Yeah! Will ich? Da! Okay! Haben wir das hingekriegt, haben wir ein bisschen wieder gelevelt, ein paar Kämpfe erlebt, neue Gegner kennengelernt, vor allem neue Fähigkeiten kennengelernt auch. Und ja, das ist so eine tolle Sache. Können wir nächstes Mal jetzt die Party umstellen und dann endlich mal hoffentlich mal versuchen, da wieder voranzukommen und mal schauen, jetzt bei am besten mal hier ab. Genau, der war Level 35, ey, so lange her. Ja. Bei mal ab. Gucken, ob wir was überschreiben. Ja, möchte ich überschreiben natürlich. Soll ersetzt werden und hoffen, dass er nicht das Spiel ja kaputt macht, aber dafür haben wir jetzt den anderen noch. Für alle Vorsicht, ja, können wir den nochmal, mache ich nochmal, wenn ihr diese Aufnahme hier niemals hören. Ich hoffe, es bleibt aber der Fall, dass ihr diese Aufnahme hier seht und hört. Sonst wäre es ja ziemlich blöd, ja, habe die ganze Zeit wieder umsonst verschwendet. Ja, ungefähr eine Stunde gebraucht, so, okay. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter, wieder regulär mit der Story. Auf jeden Fall war's das mit auch einer Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, denkt an das Feedback. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.